Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Trading to Dybala. Heute starte ich mit 42.000 Coins und die ersten Deals seht ihr jetzt. Als ersten Deal dieser Folge habe ich Bobby Wood vom Hamburger Sportverein gesniped für 6.000 Coins. El Yunusi habe ich bekommen für 2.700 Coins und biete ihn an für 3.000. Kawanda habe ich bekommen für 7.400 und biete ihn an für 8.400. Nun biete ich hier Sertic an, gekauft für 3.900, biete ihn an für 4.400 Coins. Arroyo gekauft für 7.100, biete ihn an für 8.300 Coins. Paterson gekauft für 3.200, biete ihn an für 4.000 Coins. Bobby Wood gesniped für 6.000, biete ihn an für 11.000 Coins. El Yunusi für 2.1 gekauft, biete ihn an für 2.800. Fosu Mensah habe ich gekauft für 6.200, biete ihn an für 7.300. Taye Taivo habe ich für 3.000 Coins gekauft und verkaufe ihn für 4.200. Nun komme ich wieder und es hat sich alles verkauft, bis auf Fosu Mensah, den ich erneut anbieten muss. Nun hat er sich ebenfalls verkauft und jetzt habe ich 51.685 Coins, die ich neu investieren kann. Nun habe ich alles investiert in Juventus-Spieler oder Chelsea-Innenverteidiger. Zum Beispiel hier Cahill gekauft für 5.800, verkaufe ich für 6.000. Terry für 5.800, verkaufe ich immer so für 6.300 bis 6.400. Und wie ich diese Spieler bekommen habe und auch verkaufe, seht ihr auch auf meinem Kanal in einem speziellen Video. Ich verlinke das Video, das ist schon online. Und ja, zum Beispiel jetzt hier Terry wieder 5.900 für 6.300 angeboten. Die gehen halt instant weg. Ich habe investiert 52.000 und jetzt kaufe ich weitere Spieler. Hier habe ich jetzt einen John Terry für 5.000 Coins bekommen und biete ihn an für 6.300 Coins. Den Cahill habe ich bekommen für 5.800 Coins und biete ihn an für 6.100. Den anderen Terry habe ich bekommen für 5.800 und biete ihn ebenfalls an für 6.300 Coins. Den Rest auf der Transferliste, den ich verkauft habe, entferne ich. Ich habe die Spieler aus Versehen entfernt, aber hier sind noch Cahill für 6.100 angeboten, noch ein Cahill für 5.800 gekauft, ich biete ihn für 6.000 an. Die Spieler habe ich erst, nachdem ich die entfernt habe, in die Transferliste bekommen, die waren also vorher verschwunden, aber ich hatte sie zum gleichen Zeitpunkt gekauft. Jetzt, nachdem die drei sich auch verkauft haben, habe ich ein Budget von 55.125 Coins. Hier habe ich einen Rosic verkauft für 1.100, den hatte ich gekauft für 350, diesen Hagigi habe ich verkaufe ich für 550, Sakko habe ich gekauft für 2000 Coins, verkaufe ich für 3100 Coins. Anderen Sakko habe ich auch für 2000 Coins gekauft, den biete ich an für 3200 Coins. Yao Digo habe ich gekauft für 350, biete ich an für 2500 Coins. Den nächsten Sakko für 2400 gekauft, den biete ich an für 3200. Bukia habe ich gekauft für 500 Coins, biete ich an für 800. Ide habe ich gekauft für 500, biete ich an für 600 Coins. Santos habe ich gekauft für 400, biete ich an für 850 Coins. Sakko habe ich gekauft für 2800, biete ich an für 3200 Coins. Den nächsten Sakko habe ich für 750 Coins gesniped, den biete ich an für 3300 Coins. Mercado habe ich gekauft für 300, den hätte ich für 6000 verkaufen können, habe ich aber für 600 reingestellt. Das war ein Fehler. Dann Sakko gekauft für 2800, biete ihn an für 3200. Kayembe gekauft für 500, biete ihn an für 600. Dankler gekauft für 350, biete ihn an für 2000. Mertesacker gekauft für 4100, biete ihn an für 4900. Den anderen Mertesacker für 4600 gekauft, biete ihn an für 4800. Und mit den anderen Sakkos warte ich erstmal. Dann biete ich Cardoso für 500 Coins gekauft an für 7300. Idris gekauft für 350, biete an für 3000 Coins. Das sind silber-portugiesische Ligaspieler, die übelst selten sind und deswegen richtig teuer zu verkaufen sind. Und wie ihr seht, habe ich schon richtig viele Spieler verkauft, Mercado zum Beispiel für 600 und den Rest seht ihr selbst. Nun biete ich hier drei weitere Sakkos an, einen für 3300, den anderen habe ich gekauft für 2900, biete ich ebenfalls an für 3300 Coins. Das ist sehr effektiv, die zu snipen. Dann habe ich hier ebenfalls Sakko für 2900 gekauft und biete ihn an für 3100 Coins wegen seinen Verträgen und seiner Fitness. Nun habe ich wieder Spieler aus der portugiesischen Liga geholt, diesen Evielto biete ich an für 900 Coins, Varela gekauft für 500, biete ich an für 600. Mavega, richtig, richtig guter Deal, habe ich gekauft für 500 Coins und biete ihn an für 6500, weil er so selten ist. Basel Jok habe ich gekauft für 400, biete ihn an für 1200 Coins. Triguera habe ich gekauft für 500, biete ihn an für 700. Die sind so teuer, weil man damit Jonas kriegen kann, diesen speziellen Spieler, durch diese Squad-Building-Challenge. Und dadurch sind die total selten und total teuer im Verkauf. Und im Ankauf total easy zu snipen für 500 Coins. Leider habe ich die bis da verkauften Spieler aus Versehen mit der rechten Taste entfernt. Aber wie ihr seht,
habe ich 67.000 Coins und somit habe ich alles eigentlich verkauft, bis auf die Spieler, die natürlich jetzt hier zu sehen sind. Und ob die sich verkaufen, seht ihr jetzt. Wie ihr jetzt seht, habe ich jeden Spieler verkauft und somit habe ich 84.000 Coins. Am Anfang der Folge hatte ich 42.000 Coins, das heißt, ich habe meine Coins-Anzahl verdoppelt. Und wie ich diese silber-portugiesischen Ligaspieler geholt habe, zeige ich in einem Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.